Jo, meine Freunde, ich melde mich mal wieder von meiner Seite. Es ist lange her, aber trotzdem, jetzt bin ich wieder hier zu einem kleinen zweiten Part der Videospielmythen. Wie man jetzt hier am Anfang sehen, bilde ich eine CD ab. Aber warum eine genau eine CD? Das hat gleich mit dem ersten zu tun. Ein Spiel, das einen Mythos hat, handelt um eine CD. Also nicht um die CD, sondern der Titel beinhaltet CD. Und worum geht's? Es geht um Sonic CD. Sonic CD, ein 1993 veröffentlichtes Spiel. Mal, ich glaube, jeder kennt von euch vielleicht diesen Mythos, wo jemand labert und ja. Und ich werde euch jetzt einfach mal auch voll labern. Also, denkt euch nichts dabei. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Naja, wenn der Mythos euch nicht bekannt ist, es heißt, dass eine satanische Botschaft dort zu finden sei. Wenn man im Startbildschirm eine bestimmte Tastenkombination eingibt, kommt man ins Soundtest-Menü. Und ja, die Tastenkombination kann ich euch auch ruhig sagen, ist dreimal runter, dann einmal links und dann einmal rechts und dann A. Dann landet man automatisch im Soundtest-Menü, das so jetzt irgendwie aussieht. Da steht Soundtest, FM-Nummer, PCM-Nummer und DA-Nummer. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber um zur satanischen Botschaft zu kommen, muss man einen bestimmten Code eingeben, der gefolgt so heißt. Die FM-Nummer ist die 46. Die PCM-Nummer ist die 12, die nicht zu sehen ist. Cool. Und die DA-Nummer ist die 25. Genau. Und wenn man das eingegeben hat, drückt man, glaube ich, A oder irgendwas, damit man halt bestätigt. Und darauf kommt ein eigenartiger Sound mit einem Lachen und ein seltsamer Sonic im Hintergrund, den man so sehen kann. Die Musik und die Nachricht werde ich euch in die Videobeschreibung packen, damit ihr es mal so sehen könnt. Und gehen wir mal so ein bisschen auf diese Botschaft ein, weil sie ist ja leider japanisch und da man Japanischkenntnisse wohl ausgereift schlecht sind, werde ich trotzdem mit meinen Übersetzungskräften es übersetzen. Und ja, wie gesagt, die Botschaft ist satanisch und das wird sich jetzt gleich rausstellen. Also, die Botschaft heißt übersetzt auf Englisch zuerst mal, weil wir auch Amerika vielleicht beinhaltende Zuschauer haben und ja, ich weiß nicht, trotzdem, man es einfach mal hört. Also auf Englisch heißt es Phonus Infinity, Sega Enterprise, Margin. Genau. Und auf Deutsch, wer wohl Englisch kann, muss es auch auf Deutsch wissen. Der Spaß ist unendlich. Sega Enterprise. Der Teufel. Okay. Jetzt kapiere ich das nicht. Der Teufel. Okay. Satanisch klingt das schon mal. Aber was hat das eigentlich mit diesem Sonic da hinten auf sich? Also, dieser komische Sonic da mal so ein bisschen groß, sieht man ja. Komisches Gesicht. Das ist ja nicht mal ein Sonic, sondern der hat so einen komischen Bart. Ne? Mal so angedrückte, fette Fresse und hebt wohl seinen Mittelfinger nach hinten, ne? Als würde er dem hinteren Manne oder irgendjemanden gnadenlosen Wichser zeigen, kann man so ausdrücken. Aber was will eigentlich Sega mit dieser Botschaft sagen? Der Spaß ist unendlich. Gezeichnet vom Margin, vom Teufel. Ich weiß es nicht, aber was ich weiß, Sega hat sich öffentlich dafür entschuldigt, so eine Nachricht einzubringen und so ein Fehler, in Anführungszeichen gesetzt, wird ihnen nicht noch einmal passieren. Aber um es so zu sagen, diese Botschaft existiert wirklich. Gut, die Musik ist jetzt nicht wie bei dem Lavender, was ich noch angehen werde, so creepy, dass sich Leute umgebracht haben. Spoiler-Alarm. Aber naja, es ist eher witzig, weil ist Geschmackssache, also ich kann nicht drüber streiten. Aber ihr könnt es euch anhören, Videobeschreibung schreibe ich euch den Link. Und wir gehen auch gleich weiter zu dem nächsten Mythos, der ganz vielleicht neues Spiel kann ich schon behaupten, eigentlich nein, alt. Ja, Super Mario Galaxy 2. Keine Ahnung, 2009 glaube ich rausgekommen. Und wenn man Super Mario kennt, wird man auch diesen Mythos vielleicht auch kennen. Oder wer Iblali schaut, haha, Iblali, genau. Ja, das heißt, in dem Spiel gibt es einen Level, der in der Welt 5, der heißt Shiverburn Galaxy oder auch bekannt auf in der deutschen Version, die heißt Kalt Galaxy. Wie man es jetzt hier sieht, eine Lavaseite und eine
gefrorene Seite mit einem Vulkan in der Mitte und schwebend, wie jede Galaxie einfach. Genau. Und das Witzige bei der ganzen Sache ist, wenn man im Anfangsbildschirm auf den Kamera- oder Ego-Modus, wie man das nennt, draufdrückt und dann sich umschaut, nach oben aber, nach oben und hinter sich schaut, genau, sieht man Folgendes. Genau. Man sieht drei komische Gestalten, die so darauf hinweisen, dass es vielleicht Aliens sein können oder sowas anderes. Von den ganzen anderen Dateien wollen wir lieber nicht ausgehen. Das ist reiner Krimskrams, der uns nicht interessiert, sondern uns interessiert das, was da auf der Klippe steht. Diese komischen, in Anführungszeichen, Bäume oder auch Aliens. Was man so sagen kann. Also ich weiß nicht. Also für mich sehen das aus wie Aliens, weil, naja, man sieht ja wohl leichte Augen und Hände, dem einen, bei dem anderen auch, bei dem nächsten nicht mehr, der in der Mitte. Und eine körperähnliche Form. Ja, ich kann das nicht behaupten, aber wenn man es so nimmt, ich nenne es nicht Bäume, weil wenn man sich die Galaxie genauer anschaut, gibt es keinen einzigen Baum in dieser Galaxie. Warum dann genau ausgerechnet an dieser Stelle und auch genau geht drauf? Drei. Also, ich weiß, bin mit meinem Wissen so gesehen, sage ich, das sind keine Bäume, sondern Aliens. Aber was das sollte von Nintendo, wollten die nicht verraten. Also könnte es eigentlich ein Grafikspiel oder irgendwas anderes Fehler sein? Oder ist es mit Absicht von Nintendo reingebaut worden? Was haltet ihr davon? Was meint ihr? Aliens oder Bäume oder irgendwas anderes? Es ist euch Erlass, ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Das wird so eine kleine Diskussionsrunde vielleicht werden, wenn es möglich ist. Und naja, ich werde mich dann in nächster Zeit wieder melden. Vielleicht zu einem Videospielmythen Teil 3 oder zu einem Spielkommentierer oder vielleicht ein YouTuber. Wir werden uns überraschen lassen. Also, aber wie ich sehe, kommen diese Videospielmythen super gut an. Von daher werde ich bei diesem Thema auch noch erstmal bleiben. Ich habe noch viel zu erzählen zu diesen Videospielmythen und ich werde euch mit viel von Mythen noch überrumpeln. Aber ich beende jetzt die Sitzung oder dieses Video mit meinem ganz normalen Aufhörungssatz, wie gesagt. Also das war's von mir. Ich würde mich immer über einen Daumen hoch freuen, abonnieren und so ein Scheiß, wisst ihr ja schon. Ich will ja nicht so ein Spast werden, sondern ist mir scheißegal eigentlich, sondern ich mach's einfach nur aus Spaß. Von daher,